Geschafft! Mein neues Praxisvideo ist fertig und geht an den Start. Darin alle gängigen Ankermanöver mit Buganker, römisch-katholischem Anleger, Bug- und Heckanker sowie mit Heckanker zur Pier. Daneben gibt's reichlich Tipps und Tricks sowie ein paar ergänzende Hafenmanöver. Damit ihr auch hier wisst, was ihr bekommt, folgt nun als erstes Manöver das römisch-katholische Anlegen mit Buganker. Unser drittes Tutorial beschreibt eine Mischung aus Hafen- und Ankermanöver, dem sogenannten römisch-katholischen Anlegen mit Buganker. Wie üblich zunächst zu den Vorbereitungen. Nachdem wir das Buggeschirr einsatzbereit gemacht haben, bringen wir auf beiden Seiten sowie am Heck unseres Bootes ausreichend Fender aus. Am Heck empfiehlt sich dabei die Verwendung eines oder mehrerer Kugelfender mit großem Durchmesser. Darüber hinaus werden auf den beiden Heckklampen zwei Festmacherleinen angeschlagen und diese bereits zum Wurf bzw. Überbringen vorbereitet. Sofern ihr mit Crew unterwegs seid, gilt es auch hier, die einzelnen Rollen und Aufgaben der Besatzungsmitglieder im Vorfeld klar einzuteilen und abzusprechen. Nun beginnen wir, unseren Liegeplatz rückwärts anzufahren. Beim Manöver mit Buganker sollte dies idealerweise im rechten Winkel zur Pier erfolgen, um das Grundeisen so möglichst gerade vor dem Bug zu positionieren. Abhängig von der an Bord vorhandenen Kette, dem Ankergrund sowie der Wassertiefe lassen wir nun den Buganker fallen. In unserem Beispiel sind das etwa 30 Meter Kette, die wir bei etwa 3 Schiffslängen Abstand zur Pier beginnen zu vieren. Sobald der Anker auf dem Grund aufliegt und wir genug Kette ausgelegt haben, stoppen wir das Vieren der Kette und fahren den Anker mit ausreichend Rückwärtsgas in den Boden ein. Dabei ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt, denn zum einen sollte der Anker natürlich möglichst gut halten, das Boot beim Einfahren aber nicht vollständig zum Stehen kommen, um manövrierfähig zu bleiben. Außerdem sollten wir beim Einfahren des Ankers nicht schon zu dicht an der Pier sein. Sitzt der Anker fest im Untergrund, wird nun weitere Lose in die Kette gegeben, um jetzt auch das letzte Stück zur Pier zu fahren. Dort angekommen, nehmen wir so weit Gas weg, dass unser Boot zum Stillstand kommt, allerdings nicht direkt von der ausgelegten Kette wieder nach vorne gezogen wird. Auch dies erfordert etwas Gefühl und Übung. Um das Boot nun auch an Land zu fixieren, bringen wir zunächst die luffertige Achterleine über und belegen diese möglichst zügig auf der entsprechenden Klampe. Danach können wir die Maschine kurz auskuppeln, um anschließend mit Vorwärtsgas und entsprechender Ruderlage in die ausgebrachte Achterleine einzudampfen und so die Lage des Bootes zu kontrollieren. Stehen wir stabil, bringen wir nun auch die zweite Achterleine über und setzen als letzte Amtshandlung die Bugkette so weit durch, bis sie unter Last gerät. Achtet dabei aber darauf, dass der Buganker nicht aus dem Grund ausgebrochen wird. Um die Last von der Ankerwinsch zu nehmen, empfehle ich auch hier, die Kette mit einem geeigneten Sicherungshaken sowie einer Leine zu entlasten. Geschafft!